Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Goldtagebuch-Video präsentieren. Und zwar ist mittlerweile wieder etwa einen Monat her, dass wir die letzte Aufnahme gemacht hatten. Und wir wollen jetzt uns einmal zusammen angucken, was ich so ausgegeben habe, die letzte Zeit, beziehungsweise was ich auch eingenommen habe. Und dazu habe ich schon einmal hier meine Tabelle, die wir ja jedes Mal weiterführen. Das letzte Mal waren wir stehen geblieben auf dem Main-Charakter bei knappen 24 Millionen Gold, also hier sind es immer in Tausenderwerten, und beim Second Account bei 166 Millionen, 600 und ein paar zerquetschten Millionen, und overall waren das 190 Millionen, die wir da hatten. Ihr seht, hier habe ich dann immer die Werte, wo wir Plus und Minus gemacht haben, beziehungsweise, ja, eigentlich ist es immer gut im Plus gewesen, außer die, so die letzten Male, denn da hatten wir einiges ausgegeben, und das seht ihr hier mal zusammen gerechnet, was wir quasi an Konsumausgaben hatten. Und dieses Mal, seht ihr schon, habe ich schon eingetragen, sind es ein Haufen Konsumausgaben. Hier hinten sind die alle. Ich habe zusammengerechnet 144 Millionen quasi an Konsumausgaben getätigt. Die sind unabhängig davon, was ich dementsprechend ja, mit meinem ganzen Stuff hier erwirtschafte. Das sind dann so Sachen wie T-Mog, wie irgendwelche Collectible-Sachen. Einer der Hauptdinger ist dieses Murky-Pad, das aus der ersten BlizzCon gab. Das sind hier diese 120 Millionen, die ich ausgegeben habe. Also da kommt schon einiges zusammen. Hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, was ich an Gewinn und Verlust bei meinem Auktionshaus-Stuff gemacht hat, aber dass man es so ein bisschen rausrechnen kann. Heißt, hier hinten habe ich den Gewinn, den ich gemacht hätte, wenn wir diese Beträge rausrechnen, und da vorne haben wir dann quasi das allgemeine Plus oder Minus, was ich denn gemacht hätte oder was ich dann wirklich gemacht habe, ne? Also zum Beispiel beim letzten Mal sind wir von 206 Millionen auf 191 Millionen runter, sprich haben wir 14 Millionen Minus gemacht. Ich hatte aber auch für 21 Millionen Stuff ausgegeben, und dementsprechend hätte ich diese Konsumausgaben nicht getätigt, hätte ich halt 7 Millionen Plus gemacht mit meinem Geschäft. Aber gut, so viel dazu. Ich würde jetzt mal ganz dezent behaupten, dass wir diese 144 Millionen, die ich ausgegeben habe, auf keinen Fall reinholen werden, ne? Also es ist schon relativ sicher, dass wir im miesen Bereich sind. Zumal jetzt auch noch, ja, es am Ende der Expansion ist. Ich bin ja hauptsächlich am Sellen von Craft-Items, und dementsprechend sind die ja auch jetzt nicht gerade unbedingt in der besten Lage überhaupt, ne? Ich würde sagen, als allererstes schauen wir rein, was der Ist-Stand ist. Ich, Moment, nee, All the Things brauchen wir nicht. Hier, das brauchen wir. Alcoholic oder Altoholic. Ich werde ja immer berichtigt, dass ich die Sachen richtig aussprechen soll. Klappt aber immer nicht. Und ja, also auf dem Main-Account haben wir jetzt noch 21 Millionen und ein paar zerhackte. Und auf dem Second Account haben wir jetzt noch knappe 20 Millionen. Also wenn wir es so überschlagen, ja, so um die 41 Millionen habe ich jetzt noch auf beiden Accounts. Tut schon ein bisschen im Herz weh, sage ich euch. Das ist, glaube ich, der niedrigste Stand jetzt seit Anfang Shadowlands. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir reinholen. Ich habe ein paar Chars, wo ich Sachen verkauft habe. Und der erste, den haben wir jetzt hier gleich schon auf dem Main auf Blackmore. Ich mache jetzt einfach mal den Chat hier auch groß, dass ihr das so ein bisschen seht. Und dann können wir einmal ein wenig reinschauen. Oh nein, jetzt läuft hier gerade Zeug ab. Jetzt müssen wir schnell sein, sonst kommen wir nicht ans Gold ran. So, also, jetzt holen wir mal ein paar Sachen raus. Was haben wir hier hauptsächlich drin? Wir haben hier hauptsächlich Craft-Sachen drin. Und zwar verkaufe ich sowohl Leder-Items als auch Platten-Items. Und zwar die Legendary Base Pieces verkaufe ich, dann verkaufe ich noch zusätzlich die 233er Items und 262er Items, ne? Und da ist es natürlich von Schmied die Plattensachen, von Leder die Leder- und Kettensachen. Ich habe mir alle Legendary-Dinger am Anfang der Expansion einmal hochgebastelt, dementsprechend kann ich halt alle Ränge auch verkaufen, ne? Also von Rang 1 bis 7. Tatsächlich Rang 1 bis 3 kannst du komplett vergessen, ist ja komplett im Miese-Bereich. Und 4, 5, 6, 7, da kann man ab und an noch ein bisschen Gewinn machen. Ich kann euch zeigen, wie die Lage aktuell auf Blackmore ist. Und zwar habe ich ein Addon, das schimpft sich Legendary Stock Tracker. Und ihr seht schon, die grünen Zahlen sind quasi dann, wenn man Plus macht. Die roten sind, wenn man ein Item quasi herstellt, also die Masse aus dem Auktionshaus kauft und dann das Item im Auktionshaus verkaufen würde, würde man miese machen. Und die weißen Zahlen sind quasi, man würde ein bisschen was an Gewinn machen. Das Ding ist, da muss man ein bisschen aufpassen, denn ihr habt noch den Auktionshaus-Cut. Ja? Also 5%, wenn ihr ein Item verkauft,
bleibt im Auktionshaus. Also selbst wenn ihr ein Item für 5% mehr verkauft, seid ihr quasi bei null. Wenn ihr es für 4% Profit verkauft, macht ihr sogar Miese durch den Auktionshaus oder das Auktionshaus-Cut. Ne? Und dann habt ihr natürlich noch Einstellkosten. Ich glaube, die werden gut gerechnet, wenn ihr es verkauft. Aber wenn ihr natürlich ein Item reinstellt, es nicht verkauft, habt ihr Kosten. Wenn ihr es nochmal reinstellt, habt ihr Kosten. Und sind wir mal ehrlich, nach einmal reinstellen kriegt man es nicht verkauft. Normalerweise sollte man auch immer wieder reposten, vor allem auf vollen Servern, wie es jetzt hier der Fall ist auf Blackmore, dass man dementsprechend nach Möglichkeit seine Verkäufe tätigt. Ich sage euch ganz ehrlich, im aktuellen Stand der Expansion habe ich jetzt die letzte Zeit kaum Reposts gemacht. Eigentlich stelle ich meine Sachen nur einmal ein am Tag und dann am nächsten Tag wieder, wenn sie quasi ausgelaufen sind. Also meistens mache ich es jetzt aktuell so. Das ist natürlich, wenn du Gold machen willst, nicht der Optimalfall. Da die Gewinnspannen jetzt aber relativ niedrig sind, ist diese extra Zeit zum Reposten, die ja auch nicht gerade zu vernachlässigen ist, mir ist aktuell ehrlich gesagt nicht wert. Also man sieht ja, viele Sachen sind nicht im Plus, ne? Also dementsprechend macht man da nicht sonderlich viel Gold. Da sind es gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Items. Im Schneider habe ich gar nicht, ne? Von Rang 7, die im Plusbereich sind. Und das ändert sich natürlich auch am Tag x-mal. Also manche Sachen steigen, manche Sachen sinken. Und dementsprechend kann es halt sein, dass man mit dem einen an dem einen Tag noch Plus macht und am anderen Tag ist das schon eine Miese und man hat es aber noch nicht verkauft. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Genau, deswegen bin ich jetzt aktuell nicht mehr so krass am Reposten, sondern wie gesagt nur noch das Zeug rein einmal am Tag und gut ist. Ne? Dafür habe ich jetzt auch deutlich weniger Verkäufe. Teilweise hatte ich in einem Monat mit dem Main über 2000, jetzt waren es 600 Verkäufe. Das ist natürlich deutlich weniger und die Gewinnspannen sind natürlich relativ niedrig. Aber ein bisschen was setzen wir auf jeden Fall noch um und am Ende werden wir sehen, was wir da so ein bisschen rausgezogen haben. Was crazy ist, womit ich am meisten Gewinn mache, ist das Zeug, was man nicht denken würde, wo ich mich immer so selber ein bisschen am Aufregen bin. Und zwar habe ich auch noch ein paar alte Teile. Also ihr seht, ich habe jetzt hier die 233er Teile und 262er. Es gibt aber auch noch quasi von der ersten und zweiten Season Items, die halt ein bisschen niedrigeres Item-Level haben. 200er Item-Level-Items, 230er Item-Level-Items. Und bei diesen ist es tatsächlich so, dass ich noch ein paar Restbestände habe. Die hat kaum noch jemand im Auktionshaus und dementsprechend ist es halt so, dass ich die versuche immer noch reinzustellen. Teilweise sind dann keine richtigen Price Sources mehr drin und dann haut er mir die über TSM für 100-200k rein. Wir können jetzt mal kurz in meine Auktionen einmal schauen. Oder warte mal, schon mal im Standard-Interface, da finde ich es fast besser. Und hier mal einmal reingucken. Ich habe auch ein paar T-Mog-Items drin. Wobei, anscheinend habe ich jetzt gerade gar nicht so viele drin. Hier sind auch so Sachen, die ich dann für 16k oder so drin habe, ist eigentlich total überteuert. Aber sowas wird teilweise echt weggekauft. Vor allem auf Antonidas sind die irgendwie dann immer relativ teuer drin, die Sachen. Und ich verkaufe relativ oft dann für 20, 30, 100k teilweise diese 200er Item-Level-Sachen. Und ich verstehe nicht, warum die jemand kauft. Ne? Aber damit mache ich tatsächlich auch Profit. Also ich crafte hier nicht extra, das sind wirklich nur die Restbestände, die ich weghau. Aber ja, ab und an kriege ich da was verkauft. So, was haben wir jetzt hier eingenommen? Magere 3 Millionen haben wir jetzt hier gemacht. Und dann würde ich sagen, loggen wir mal weiter auf den nächsten. Ja doch, loggen wir mal weiter auf den nächsten. Das andere kann ich später nochmal einstellen. So, da la. Während wir jetzt hier umloggen, würde ich sagen, gucken wir auf den zweiten Account nebenbei parallel schon mal ein bisschen. Und zwar habe ich auf Antonidas ja auch ein paar Char. Moment, jetzt loggen wir erstmal ein. Also auf Lothar wollen wir hier einmal und dann einmal auf den Hexenmeister und werden wir da einloggen. Würde ich sagen, gucken wir hier auf Antonidas bei meinem Crab-Verkaufschar. Ich habe hier mit dem einfach alles Mögliche, was ich so bekommen habe, reingehauen. Das sind Pets, das sind irgendwelche Materialien, die ich bekommen habe, das sind irgendwelche Transmog-Sachen und das ist alles ein Haufen Kleinmist, aber es summiert sich auch zusammen, das sind dann auch mal 60, 70, 80, 100k, je nachdem, was ich verkaufe und da gucke ich halt auch immer, dass ich das Zeug weghau. Gut, das waren jetzt overall, hier seht ihr es nochmal einmal, 68k, jetzt nicht wirklich sonderlich viel, aber besser als nichts. Wir können mal gucken, was ich hier zum Beispiel noch drin habe. Moment, machen wir es mal so. Gut, das sind natürlich die Sachen so total overpriced und die haben eine komische oder falsche Price Source. Aber ihr seht, das sind hier teilweise ziemlich viele T-Mog-Sachen. Auch hier von der Insel-Expedition habe ich nur einigen Stuff über. Ich hatte mal vor ein paar Monaten meine ganzen Seefahrer-Dublonen ausgegeben. Also falls ihr da noch welche habt, können sich es vielleicht auch rentieren, die mal auszugeben, diese Säcke zu kaufen. Gibt einen Haufen T-Mog aus dem Stuff
Und manches von dem Zeug ist echt viel wert, teilweise über 100.000. Verkauft sich jetzt nicht irre schnell, ne? Also da will ich jetzt nicht sagen, das ist morgen weg. Aber ab und an kriegt man davon die Sachen weg. Und wenn man die Seefahrer-Dublonen eh noch rumliegen hat, why not, kann man sie ein bisschen ausgeben. So, dann gehen wir auf den Hexer. Das hier ist quasi auf Lothar das Pendant dazu. Da verkaufe ich auch allen möglichen Mist. Und ich habe noch ein paar Schneidercraft-Sachen drin. Aber hier mache ich auch keine Repost oder irgendwas anderes, sondern immer mal wieder, wenn ich auf dem einlogge, haue ich diesen ganzen Crap weg. Wobei, schau mal, was habe ich hier verkauft? Was ist denn das? Das ist irgendein Themag-Item, oder? Sagt mir jetzt nichts. Irgendein Bogen des Feuersturms. Also es wird irgendein Themag-Teil sein. Naja, 127.000 Gold habe ich das verkauft, ne? Also ab und an kriegt man sowas auch weg. Nehmen wir das mal alles raus. Warte, ich kann auch mal hier den Chat noch rausziehen, dann sieht man es ein bisschen schöner. Aber hier ist halt auch alles möglich dabei, ne? Von so Themag-Sachen über irgendwelche Pläne. Hier habe ich einen Plan für 10.000 verkauft, irgendwelche Mats sind da dabei. Und ja, ich farm jetzt dieses ganze Zeug nicht explizit. Ich bin halt mit meinen Twinks aktuell auch ein bisschen am Questen für meine Collection. Quest die ganzen alten Gebiete durch und dann fällt halt irgendein World Drop da. Vor ein paar Wochen hatte ich, war ich in Akku unterwegs, da wollte ich auch noch eine Quest erledigen. Hab schon den ganzen, hab immer keinen Bock gehabt, diesen Trash zu looten, habe ich es halt doch gemacht, weil da ein paar BOE-Items oder ein paar Themag-Items sind, die quasi bei den Mobs droppen und dann ist einfach ein World Drop Klinge von Hanna gedroppt, die halt irgendwie 400.000 Gold wert ist, ne? Also manchmal lohnt es sich tatsächlich auch, die Mobs zu looten, wenn man dann so relativ seltene Sachen rauszieht. Schon mal, was habe ich hier? Brustplatte des Großdrachenschuppe des Feuersturms. 53.000 verkauft, ne? Also, das auf dem Low-Pop-Server, eigentlich auch nicht schlecht. Es waren jetzt nochmal knappe 400.000. Ist jetzt nicht krass viel, aber für den ganzen Dreck, den man vielleicht sonst beim Händler weghaut, ist das schon ganz nice. Gut, dann loggen wir mal weiter. Und zwar kann ich noch auf den Shami einmal loggen. Da habe ich noch ein paar Juve-Sachen und dabei sind wir hier auf meinem Hunter auf Antonia schon mal eingeloggt und mit dem verkaufe ich hauptsächlich Craft-Items, da können wir auch mal reinschauen. Hier ist es jetzt so, da haben wir 540 Verkäufe und mit dem verkaufe ich halt Juve-Sachen und Leder-Items. Das ist dann sowohl die Legendary Base Pieces, also beim Juve ist es ja nur Hals und die Ringe und beim Lederer sind es halt Kette und dementsprechend auch Leder, Legendary Base Pieces und dann halt dasselbe nochmal für die 233er Items und die 262er Items, genau, also da gibt es ja dann verschiedene Upgrade-Stufen von diesen Sachen und den Stuff verkaufe ich. Hier auf Antonidas, ja, ist es ähnlich wie auf Blackmore, da können wir auch mal reinschauen. Legendary Stock Tracker, wobei, doch, es sieht hier sogar besser aus aktuell, ne? Blackmore sah deutlich beschissener aus, da haben wir sogar bei einigen Gewinnspannen hier dabei und vor allem hier bei Rang 5 und 6 sind die Gewinnspannen extrem hoch, das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Manchmal muss man hier so ein bisschen das Updaten in einer H-Eimer noch scannen, weil da manchmal ein bisschen falsche Werte drin sind, aber das sieht ja eigentlich ganz gut aus tatsächlich, nicht schlecht. Also Antonidas ist anscheinend gerade ein bisschen besserer Markt als Blackmore, aber wie gesagt, das switcht auch immer mal wieder hin und her, da kann man jetzt nicht pauschal das sagen. Wo es meistens noch besser ist, ist auf Low-Pop-Servern, aber dann hat man halt einfach nicht diese Frequenz an Items, die man verkauft, ne? Das ist auf High-Pop-Servern besser, dafür müsste man hier halt eigentlich mehr Repost machen, aber auch hier auf Antonidas bin ich jetzt nicht unbedingt unterwegs und mache ständig die Reposts. Ich habe das gemacht, als dieser High-Peak war, wo man dann halt, weiß nicht, 10, 20, 30, 40 Millionen in einem Monat machen konnte, wenn man halt kontinuierlich quasi seine Items reingestellt hat, recrafted, repost gemacht hat, aber die Zahlen sind aktuell im Ende der Expansion leider weit weg und deswegen rentiert sich da der Zeit-Nutzen-Faktor quasi nicht wirklich mehr. So, jetzt ziehen wir den Rest raus, ja, mal gucken, sind schon relativ nah am Goldcap dran, aber ich hatte glaube ich auch schon 6 Millionen mit dem, also es waren jetzt wahrscheinlich auch 3 Millionen oder sowas vielleicht. Was um den Dreh rum. Und was ist drin? Machen wir einen Postkasten zu. Ja, 2,8. Also, jetzt auch eher mager, würde ich mal sagen. Aber es summiert sich. Gut, dann logge ich jetzt hier noch um auf meinen Monk. Der hat nämlich die anderen beiden Berufe hier auf Anto, also Schmied und Schneider. Es gibt ja 4 Craft-Berufe, quasi, wo man die Legendary Pieces bauen kann. Und auf Antonidas, das habe ich alle. Auf Blackmore habe ich ja quasi nur den Main-Schein, Anführungszeichen, den ich da mal hingetranzt hatte, wo ich halt Schmied und Lederer habe. Und auf Lothar, gut, da
bin ich jetzt nicht wirklich im Legendary-Business unterwegs. Da tue ich ab und an halt ein paar Sachen reinstellen. Da wird es sich auch wahrscheinlich nicht wirklich lohnen, kontinuierlich zu craften, weil der Markt einfach zu klein ist. Und vor allem jetzt am Ende der Expansion läuft man auch Gefahr, dass man auf dem ganzen Shit dann hacken bleibt. Und das hat natürlich dann auch jetzt noch einen gewissen Marktwert, aber nach der Expansion, wer braucht noch ein Legendary Base Piece, dann sind die Dinger einfach gar nichts mehr wert. Und deswegen versuche ich eher, das Zeug loszuwerden auf den Low-Pop-Servern, als da großartig neu zu craften. Gut, hier haben wir jetzt auch nochmal ein paar Verkäufe, jetzt nicht sonderlich viel. Auf dem Char locke ich vielleicht einmal die Woche ein. Ich sag's euch, also da tue ich nicht regelmäßig reposten, da habe ich noch ein bisschen Restbestand. Und das versuche ich so ein bisschen abzuverkaufen, aber viel mache ich da nicht. Das waren jetzt nochmal 234.000, die wir da rausgezogen haben. Ist okay. So, oh gut, dann können wir eigentlich hier wieder umloggen. Und zwar gehe ich jetzt noch einmal auf Main am Schluss. Und dann können, achso, ja gut, den Monk müssen wir noch abrechnen, ne? Und dann können wir am Schluss mal gucken, was wir rausgezogen haben. So, sind wir bei dem Monk schon eingeloggt? Jawohl. Was hat der noch an Verkäufe? 400. Oh boy. Oh boy. Gut, dann holen wir das noch raus. Ja, wie gesagt, der Monk, der hat Schneider und Schmied. Und, Moment, warum nimmt er jetzt kein Gold raus? Ah, das habe ich irgendwie hier nicht eingeblendet. Warum auch immer. Komisch. Naja gut, dann schauen wir uns den Postkasten an. I don't know, warum das jetzt nicht im Chat eingeblendet ist. Ah, das ist unter Whisper drin. What? Ich habe, also ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, das unter Whisper einzustellen, aber gut. Ich denke mir gerade, irgendwas ist doch da komisch. Schneider ist halt leider so eine Geschichte, die seit Anfang der Expansion im Gegensatz zu den anderen Legendary-Craft-Berufen deutlich nachhängt. Also sowohl die Legendary-Dinger als auch das normale Zeug. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jeder Stoff looten kann und dass der Stoff schon immer wesentlich günstiger war. Und dann das Grundprodukt auch günstiger war und irgendwie dann dementsprechend die Gewinnspannen auch sehr klein waren. Also Stoff ist immer schon so eine Sache. Leder und Schmied ist meiner Meinung nach immer das Beste. Ne? Juwe ab und an auch noch ganz gut. Aber das sind halt nur zwei Teile, ne? Das macht natürlich nicht so den großen Teil aus. Andererseits kann halt Ring und Hals jeder benutzen. Das ist tatsächlich relativ gut für die 233er, 262er Teile. Vor allem, ich habe gesehen, dass teilweise letzte Season, Leute im PvP, den Craft-Ring angezogen haben. Selbst im Endgame. Und dieses extra Token mit Speed draufgenommen haben, um ein bisschen schneller zu sein. Das macht natürlich ein bisschen was aus in der Arena, ne? Wenn man da ein bisschen den Speed-Vorteil hat. Also, warte mal, jetzt habe ich das schon runtergezogen. Hier haben wir nochmal, halt, stopp, da haben wir es. 2,6 Millionen. Ja, ganz nett. Jetzt können wir mal schauen, wo wir am Ende stehen geblieben sind. Heißt, wir haben jetzt, Moment, ich ziehe es mal kurz rüber, dann kann ich es nämlich einfacher eintragen. Auf dem Second-Account 25,913 Millionen. Und auf dem Main-Account 24,978 Millionen. Dann sind wir jetzt bei knappen 50 Millionen, die wir dementsprechend hier noch haben als Endbetrag. Wir hatten ja vorher gesagt etwa 41 Millionen, heißt wir haben jetzt 9 Millionen aus dem Postkasten geholt und ein paar zerhackte. Gut, das sind jetzt fast 51, ne? Also sagen wir, knappe 10 Millionen haben wir aus dem Postkasten geholt. Das würde bedeuten, wir haben ein Minus gemacht von 139.732.000. Da sind natürlich die Konsumausgaben der größte Teil, ne? Die 144 Millionen, die fressen das natürlich auf. Hätten wir die Konsumausgaben nicht gemacht oder nicht getätigt, ne? Und alleine unser Goldgeschäft gemacht, dann hätten wir 4,8 Millionen plus gemacht. Was mich ehrlich gesagt überrascht, dass es mehr als letztes Mal ist, weil ich muss ehrlich gestehen, so wenig fürs Goldmaking wie den letzten Monat habe ich noch nie gemacht. Ne? Also wirklich nur die drei Chars eingeloggt, einmal am Tag, einmal reingepostet, keine Reposts. Dafür immer noch knappe 5 Millionen, ist eigentlich gar nicht schlecht, muss man sagen, in der Marktlage. Ich hätte gedacht, es ist weniger. Ich hätte eigentlich mit 2 oder 3 maximal gerechnet. Gut, damit wären wir wieder durch. Zumindest habe ich noch 50 Millionen auf dem Account. Das ist doch schön. Und dann würde ich sagen,
schauen wir mal, was wir mit denen jetzt die nächsten Monate noch anfangen können. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen was ausgeben. Ich wollte eigentlich bis Dragonflights noch einiges raushauen. Ich habe da noch das eine oder andere im Blick. Und dann so ein bisschen einen Fresh-Start mit Dragonflights haben und da mit dem Goldmaking wieder richtig einsteigen. Ein bisschen was will ich mir überlassen, also unter 10 will ich auf keinen Fall gehen, um auch Kapital zum Reinvestieren zu haben. Ne? Das ist ja auch mal ganz wichtig. Aber ja, ich werde noch ein gutes Stück runtergehen auf jeden Fall. Mal gucken. Gut, dann war es das eigentlich mit dem kleinen Gold-Tagebuch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns dann in etwa in einem Monat wieder mit dem nächsten Gold-Tagebuch. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.